Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Heute zeige ich euch den Adventskalender. Mal so richtig. Hier haben wir wieder erstmal diese Anleitung. Die werde ich euch jetzt mal genau beschreiben, was man da machen muss für Rätsel. Hier ist es jetzt nochmal genau beschrieben, wie man am besten anfängt mit diesen Rätseln genau mit dem Kalender zu tun haben. Also als erstes gibt es hier eine Geschichte, wo wir lesen müssen. Und dieser Geschichte geht es darum um einen Zettel, der ist verrissen. Und wir müssen jetzt praktisch als Detektive, müssen wir praktisch diesen Zettel wieder richtig zusammenfügen. Wenn wir den Zettel richtig zusammengesetzt haben, finden wir dieses Bild mit der richtigen Zahlenkombination. Die 4 gehört ganz nach oben. Das ist unser Bild hier. Und das suchen wir jetzt auf unserem Adventskalender, dieses Bild, diesen Eimer. Hier haben wir die ganzen Türchen von dem Adventskalender und wir suchen jetzt den Eimer, der findet sich ganz unten im Keller. Denn der Eimer, hier befindet er sich. Das ist das Nummer 1, das Türchen. Das werden wir jetzt öffnen. So, jetzt gehen wir mal, wo das Türchen ist. Genau hier. Genau. Und jetzt versuchen wir das ein bisschen aufzupubeln hier. Das ist nicht ganz so einfach. Es ist mehr für Kinderhände gedacht, das Ganze. Da muss man ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen friemisch, das Ganze, aber das kriegt man dann auch irgendwann gut auf. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann haben wir hier natürlich hier ein schwarzes Brett. Sieht ganz interessant aus, was das wohl ist. Hier könnt ihr noch sehen, dass da noch Buchstaben drauf sind, oben und unten. Und jetzt gucken wir mal, ob wir richtig gelegen haben mit dem Tür, mit dem Feld 2, mit dem Bild. Hier können wir natürlich nochmal gucken, hier unten ist immer die Lösung praktisch. Es müsste eine 2 sein und tatsächlich, das stimmt dann überein, also wir waren genau richtig. Und das, was wir hier haben, ist ein Codierschieber. Damit kann man eine Geheimschrift machen. Mit allen Buchstaben kann man die Buchstaben tauschen und dann nur der, wo den Codeschieber hat, kann dann genau verziffern dann mit was wie das Wort oder den Satz dann richtig heißt. Praktisch nur der, wo das dann hat, kann das dann verstehen. Jetzt kommt der 2. Dezember, das nächste Rätsel. Der Onkel hat und hat eine Aufgabe uns gestellt. Wir sollen im Keller eine bestimmte Dose finden. Die Dose ist blau, gelb, braun, verbeult, hat einen Henkel und einen Pinsel. Guckt raus. Und jetzt gucken wir uns mal das Bild genau an, wo es sich befindet, dieser Eimer. Und dann können wir hier eben wieder gucken.
was übereinstimmt. Und dann können wir genau hier sehen, hier bei dem Auto, wie man das zweite Ding, zweite Türchen aufmachen. Und dann haben wir hier so eine Art Visitenkärtchen, wo man dann was nachschreiben könne. So, jetzt machen wir mal kurz die Packung da mal auf. Gucken wir uns hier da mal. Das sind mehrere so. Zettel da dabei. Und jetzt können wir hier gucken, da können wir uns dann unseren Namen reinschreiben. Aber wir können es auch für den Kopierschieber natürlich benutzen. Da müssen wir kein Papier zurechtschneiden. Und dann können wir hier wieder gucken, welche Lösung natürlich unser Bild übereinstimmt mit dem Adventskalender. Können wir das nochmal genau gucken. Genau. Dann haben wir euch das auch nochmal gezeigt. Genau. Und dann kann ihr ja genau gucken, dass es das dann auch genau reinpasst. Dass man es auch benutzen kann. Dafür, genau. Dass man kein Papier zurechtschneiden. Das ist auch eine ganz gute Idee, dass das gleich schon mit dabei ist. Dass man auch sowas benutzen kann. Ganz schön praktisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Adventskalender von den drei Fragezeichen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Manuel Großmeister und macht's gut.